Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir auf Elvin und Elise gestoßen. Ich meine auf Elvin und Elise. Und ja, wir suchen immer noch den Rest der Leute. Elvin können wir nach wie vor nicht trauen. Elise ist immer noch süß und ja, Musette, ja, lass mal außen vor. Suddenly Battle, okay. Da. Ich will Dings. Hier, zack. Riesentipo. Zack. Sag ich doch. Was auch immer ich gesagt habe. Aua. Da wollte ich nicht. Aua. Aua. Ist gut. Ja, warte. Da oben müssen wir angreifen oder was? Ha! Zack. Kommt der neue. Hui. Mann. Mann. Okay. Ich höre die Musik einfach toll. So. Ich möchte Zeugs sammeln. Ey, der Apfelficht, das gehört uns beiden, Elvin. Boah. Elvin, komm her. Elvin, komm her. Elvin, komm her. Danke. Aua, aua. Nun, es greift das verdammte Viech an. Setzt seinen Brecherdingen ein. Oder nicht? Finde ich sehr nett, Elvin. Danke. Dann nehmen das Viech. Huh, ich schleiche mich von hinten an. Aua. Zack. Komm. Ha. Wollte ich gar nicht. Ha. Zack. Und Dämon Chaos. Lang ist her. Oh, ich wechsle einfach hier zwischen den beiden. Dämon. Schön. Oh, wow, du bist eine weiße Kiste. Rosa Wangen, ein zartes Rosa für deine Wangen. Männer können sie auch tragen. Boah. Jetzt war schon dauerhaft irgendwie. Rote Wangen, aber. Wird vertagt, aber wird nicht vergessen. So, hier gibt's nichts. Gibt's da noch was? Nö. Bling. 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 Bin ich da hinten schon hingegangen? Nee. Okay. Hui. So, ich glaube, langsam mal wieder schöne. Wollte schon gerade sagen. War noch ein Gericht. Ja, komm hier. Marbo Curry. 30% lohnt sich ja sowieso nicht so. Glaube ich. Habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lass mich. Und Schmank her. Das Zeug wird alles in den letzten Kampf verballert. Oder auch nicht. Ich bin immer so eine Person. Ich spare mir immer solche Sachen auf und benutze sie nie. Voller Geizkragen, ey. Bin voller Arsch in solchen Sachen. Okay. Ja, frag mich jetzt langsam. Ich würde die restlichen Leute auch mal wieder in meinen Trupp haben. Aber naja, wird schon kommen. So, und komm her. Was soll's. Ach, du bist hier. Hier kann Tipo-Entzug eingesetzt werden, ne? Ich kann denken, ja. Wo weißt du was hier? Nein, das war bestimmt nicht. Nein. Nein. Wo ist Tivo? Danke. Aua.
Wo ich habe da so einen neuen Zauber. Ha. Und Zack. Keine Ahnung, hast du noch irgendwie. Und noch mal. Aber ist doch Tibor der einzige, der noch schwebt. So, hui. Na gut. Sollte ich eigentlich einen neuen Zauber einsetzen? Kam ich ja nicht zu, Mann. Wenn jetzt bist du wo? Nein. Nein. Wenn du ein bisschen brecher. So, jetzt haben wir alle hier hingeballert, also. Brauche ich den verdammten neuen? Ah, okay. Okay. Ach ja, wenn er weg ist, dann werden die Art stärker, oder? Tipo on, Tipo off. Ich habe das bis jetzt immer noch nicht so verstanden. Ich weiß immer noch nicht, wann Tipo ein ist und wann Tipo aus ist. Muss ich mal gucken. Nein. Wo war nochmal? Nein. Hier. Nein, doch. Wo ist es? Hier. Die wo verschieben und wechseln Stich live. Wenn Tipo auf Elise sitzt, wenn, okay. Wenn ihre Geistart stärker und sie kann effektive Distanzangriffe. Wenn Tipo in ihrer Entfernung vor Elise schwebt, wenn ihre Kriegsart stärker. Also Rücken, Magie und Angriff, wenn sie. Okay. Ja, okay, wenn man ein bisschen logisch denkt, macht es Sinn. Aber. Das ist nicht meine Stärke. Also Ruhe. So, FP nehmen wir. Und hat hier. Und hat der scheißegal, was da ist. Ich hab's jetzt. Genau wie Frauen und Schuhe. Egal ob man es braucht oder nicht, man hat sie. So, jetzt habe ich noch nicht. Ey, ich komme mir nicht mehr klar mit meinen Techniken. Nee, die Mondfaust. Dämonenfaust ist ein Klassiker. Vor allem diese ganzen Dinger hier benutze ich nicht alle. Zyklonenantrieb. Ja, komm. Wo ist er hier? So, haben wir das auch geklärt. Hm? Nee, okay. Ja. Nee, jetzt so. Aber von da kam ich, ne? Ja. Na gut. Und das ist eine Höhle. Und Elise war. Ich glaube, das reicht aber nicht mehr. In diesem Kampf. Jetzt. Okay. Warte mal, Elise. Nein. Lass mich. Nein, da muss ja hinten. Sag. Ich muss auch den Titel dafür bekommen, dass sie das oft einsetzt. Diese Tifo-Verschiebung. Geht ja eigentlich voll einfach. Muss ja immer nur Tifo wechseln. Hatte ich glaube ich auch irgendwann mit 140. Oder nicht? Also, warte, macht man noch. Ich krieg noch eine verdammte Trophäe dafür. Nein, ich bin gut. Es war natürlich richtig blöd für ein Let's Play, aber was soll. Au. Ja, Eva, danke. So, einmal gewechselt, nochmal gewechselt.
Außerdem sieht es voll süß aus. Und Elvin, du kannst sie ruhig angreifen, während ich hier das mache. Weil ich hier am... keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Stichelei. Und weil ich Stichelei mache, heißt ja nicht, dass du halt aufmachen darfst. Au. Zack, 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 zack. Und... was? Wie geil. Zack, 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 zack. Irgendwie macht die immer Blockwings, kann das sein? Ja, wo ich hindrücke. So ein Level Up kriege ich noch. Und die Pufferschiebung. Gothic-Rüstung. Gothic-Rüstung. Das ist so eine, ne? Ja, komm. Einfach ausrüsten, Ende. Und ich kriege auch noch. Aber erstmal nehme ich diesen Sack und du kannst nichts dagegen tun. Nein. Au, 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 au. Die Männer beschützen mich. Au. Elvin, du kannst ruhig helfen, danke. Wie Tipo immer. Nom, 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 nom. Au. Hey, Tipo war am Boden. Stoffpuppe am Boden, Stoffpuppe am Boden. Bam. Okay. Ach, die Heilzauber sind da, ne? Die Zauber sind da. Der war Blattwings. Oder will ich mir nur ein? Oder drücke ich immer nur den gleichen Knopf? Kann auch sein, der immer noch nicht Dingens. Hat ich das nicht schon bei 140 oder irgendwie so was? Und geil. Was haben wir gewonnen? Wow. Ich muss ja noch das andere Dingen hier aufleveln. Hier andere. Wer ist das Ding hier nochmal? Liliumkugel? Muss ich mal dran denken. So, jetzt sind wieder diese ganzen Geschicklichkeit, Beweglichkeit und so. Psyche. Boah, 700. Na gut. Ich meine, 700 sind 700. Oh, hallo? Ja, mehr TP, kein Ding. Und... ach, habe ich schon. Ja, Lichtschutz, was soll's. Was haben wir hier noch? Nix eigentlich. Zauberschutz. Nein. Nicht Minimalschaden. So. Dann muss ich mal gucken, hat sie nicht irgendwie... wo ist das? Verbindungsliebhaber. 128, what? Nee. Da muss jetzt nicht sein. So, laufen wir noch ein bisschen hier vor. Und dann mal schauen. Vielleicht kriege ich da hinten noch, was auch immer da hinten ist. Und dann... wow, das ist eine sehr interessante Wand. Voll fasziniert. Wir gehen schon mal ins nächste Gebiet. Ja, damit ich aber schaffe in diesem Part, damit wir nicht die ganze Zeit in einem Gebiet hier sind. Ja, ist gut, lass mich durch, danke. Tschüss, ihr Luschen. So, oh, ein Speicherpunkt, dann ist ja perfekt. Ja, okay. Haben wir noch was? Sieht voll schön aus hier. So, aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verdammt, war nicht irgendwo mal ein Loch? Bin ich da nicht reingegangen? Egal. Werde ich mal nachgucken. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.